Schon wieder nicht geschossen. Oh, wir müssen es aussehen. Ich hab niemand mehr. So, schön heilen. Wir sind ein bisschen länger als beim Beshi, beim Hexer. Gute Reichweite hat der Bogen. Ja, das hat er widerstanden. Und wir sind ein Level up. Sehr schön. Und sie sind jetzt grün geworden. Grün wie die Haut. Schön hell ist. Gefällt mir. Auch wenn ich der bin, der lieber es ein bisschen düster hat, gefällt mir einfach die Grafik ein bisschen hier. Berechnung. Ich habe sie ein bisschen runtergedreht. Was ich eigentlich langsam wieder hochdrehen kann. Ich streame ja nicht mehr. Kurzes Spiel neu starten, Moment. Okay, ich starte nur so, ne? Ja, das ist ein bisschen zu laut. Und, wie sieht's jetzt wieder aus? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Laden. Dankeschön. Ah, ja. Viel weichere Texturen. So weichere Kanten und so. Aber irgendwie der gescrubte Modell ist nicht so schön. Weiß auch nicht wieso. Hm, geht so. So ist geil. Vielleicht seht ihr den Unterschied nicht so, aber er ist da. Das liegt wahrscheinlich an der Auflösung des Players. Ich nehme zwar mit 1920 auf 1080 auf, lade es auch ungerendert hoch, aber irgendwie sieht man es glaube ich nicht so. Könnt ihr gerne sagen, ob ihr das gesehen habt. Das Wasser wurde wieder schöner. Das sieht man. Die FPS sind ein bisschen unten bei 26.
Leider. Wir gehen nach oben und schauen, ob es dort einen Weihnachtsbaum gibt. Also kurzen Abstecher. Eine kleine Schlaufe. Aber ich möchte gerne den Weihnachtshut auch auf diesem Charakter. Oder die Weihnachtsmannmaske. Wenn sie schäbig aussieht. Sehr schlecht. Aber trotzdem. Ich will sie einfach haben. Oder die Grinch-Maske. Oder beide. Aber hier ist nichts. Gar nichts. Schade. Jetzt habe ich erst einen Weihnachtsbaum gefunden. Und der war dort unten, wo wir die Maladeure das letzte Mal besiegt haben. Der ist wieder weg. Also gehen wir runter nach Gokstadt. Okay. Helluland. Hier ist nichts los. Okay, mal ein bisschen etwas anderes reden. Findet ihr das eigentlich mit diesen religiösen Unruhen in Russland, Volgograd? So etwas von bosartig, was die machen, nur weil sie eine andere Religion haben und sie nicht einverstanden sind mit dem Präsidenten Putin, müssen sie über 40 unschuldige Menschen in die Luft jagen. Was haben sie denen gemacht? Vielleicht sind es sogar so selbst Islam. So etwas ist einfach nur unfassbar. Ja. Kurz Moment. Na ihr Nudeln. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin jetzt Level 24. Aber also ein bisschen gemacht heute Morgen und ja, jetzt wollen wir ein paar Quests abschließen, damit wir auf Level 25 kommen und ja, morgen früh werde ich dann ein bisschen farmen. Ich zeige euch, wo ich ungefähr dann farme, mal schauen. Mehr Stellen, hier unten gibt es die normalen Marodeure, die werde ich vielleicht ein bisschen farmen, wenn sie noch nicht sehr leicht sind oder gar keine Herausforderung mehr. Sonst werde ich hier die Schildkröten angreifen. Die geben noch Items, habe ich vom Mage gesehen. Schauen wir mal. Also, das sind die Wildnox, Marodeure sind grün, sehr einfach. Gehört ich wahrscheinlich am Anfang die. Habt ihr Probleme dahin? Werde ich wahrscheinlich die angreifen. Und die Schildkröten sind, wo sind die kleinen Schildkröten? Die sind weiter vorne.
Ja, Ork-Kriege sind mir ein bisschen noch zu stark. Die habe ich jetzt 15 erledigen oder 14 erledigen müssen. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die Schildkröten sind. Welche Schildkröten sind? Sind nicht die? Die habe ich da. Oder habe ich die mit dem Magier, als er auf Stufe 45 war, gekillt? Weiß ich jetzt nicht. Das müssten aber die sein. Okay, dann habe ich mich irgendwie geirrt. Welches Level war ich dann, als ich... Der Hermann. Fragen über Fragen. Aber die sind unmöglich. Die werden wahrscheinlich noch einiger Zeit nicht mein Level haben. Schade, schade. Okay, war wahrscheinlich schon für Stufe 45. Ich habe ja da noch ein paar Quests gemacht. In Mund und hier in Gubstadt. Gubstadt. So, ja, die Saure könnten wir danach erledigen. Aber eben, erst dann. Wir gehen mal hier am Strand entlang. Vielleicht ist etwas Gutes, liegt hier irgendwas im Boden. Es gibt so kleine Knochen, die sind dann nämlich auch Schätze. Die gibt es hier öfters. Wir müssen nach Birka und Gokstadt. Also gehen wir zuerst nach Gokstadt. Ja. Hier ist nichts scheinbar. Keine Ahnung, wieso es hier nichts ist. Aber ein Weihnachtsbaum. Ah ja, ich habe ein Ding bekommen. Ein blaues Feuerwerk. Die Kriegslocke hatte ich ja schon vorher. Hier ist meine Ringsammlung. Und 735 Goldmünzen bekommen. Schade. Hätte das besser sein. So versteckt. Schön, schön. Ich mag Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge.